Hallo Leute, hier ist wieder Wissen aus Berlin. Ja, ich bin wieder online. Zurzeit bekommt ihr viele Videos, ne? Kein Wunder, ich habe mehr Zeit, dadurch kommt es zustande. Momentan ja, ist bei uns ja auch ziemlich viel los in Berlin. Es wurde halt viele Einrichtungen und geschlossen, wie Fitnessstudios, Tanzstudios und so weiter. Und da ich ja gerne tanzen gehe, wie ihr wisst, und auch ins Fitnessstudio, ja, fällt das alles aus und meine Freizeitbeschäftigung auch sozusagen. Und ja, und dadurch habe ich einfach mehr Zeit, um mehr Videos für euch zu drehen. Auf eine Art gut und auf eine andere Art auch nicht, ne? Wenn man das Negative bedenkt. Bei uns in Berlin gibt es mittlerweile irgendwie 383 Infizierte. Und dadurch werden halt die Maßnahmen immer mehr gemacht. Und zwar Kindergärten, Schulen und so weiter, die haben ja schließen und auch irgendwelche Läden werden demnächst schließen, was nicht mit Ernährung zu tun hat. Also Supermärkte und sowas haben halt offen, aber die anderen Institutionen werden alle halt so schließen. Bibliotheken haben schon geschlossen, Theater und weiß ich was. Kulturelles Leben ist null in Berlin. Und ja, und dadurch kann man halt nicht mehr viel unternehmen. Was mich wieder so ein Jahr zurück mich erinnert, da könnt ihr euch erinnern, ich hatte mir den Fuß gebrochen. Und damals ging es mir eigentlich genauso, ne? Nur, dass ich halt diese Verletzung hatte und Gott sei Dank jetzt nicht mehr. Und daher empfinde ich das jetzt für mich natürlich nicht so einschneidend, weil ich letztes Jahr schon sozusagen gelernt habe, mit dieser freien Zeit umzugehen. Was das Positive ist, momentan kann ich echt viel kochen und kann für euch viele Kochvideos produzieren, weil ich ja Zeit habe, um zu kochen nachmittags und also nach der Arbeit habe ich nicht viel zu tun. Also koche ich mir das auf eine Art auch ganz gut. Dann esse ich wieder gesünder, weil ich viel selbstgekochtes esse und nicht so viel prozessierte Geschichten, also verarbeitete Sachen. Nur muss ich halt sehen, ob ich in der nächsten Zeit auch frisches Gemüse und so also was genug bekomme. Obwohl, heute war ich beim Rewe und da war eigentlich alles da. Ja, ich weiß auch nicht, warum die Leute irgendwie so ausrasten und alles leer kommen. Kommt mir richtig komisch vor. Jedenfalls, ich habe so viele Sachen vor, dass ich jetzt nicht so das als dramatisch empfinde, dass ich jetzt ein bisschen mehr Zeit habe. Ich werde meine Lohnsteuererklärung machen. Da habe ich heute schon die Vordrucke geholt. Ich werde meine Wohnung ein bisschen mehr putzen. Da muss ich einiges noch machen. Also Zeit ist nicht verloren. Das sind ja auch nur 3 Wochenenden jetzt irgendwie bis zum Mitte April, die ich überbrücken muss. Und das geht bestimmt ganz fix vorbei. Nachmittags nach der Arbeit werde ich immer zusehen, dass ich mich schön viel bewege, weil heute war ich ganz viel unterwegs und frische Luft ist richtig gut. Ich fühle mich richtig fit dadurch, auch wenn ich jetzt nicht normalen Sport mache. Das ist ja auch ein bisschen Sport, wenn man sich draußen bewegt. Zu Hause mache ich meine Dehnübungen und ja, meine Sportübungen, ein bisschen Kräftigungsübungen. Ich werde demnächst auch ein Yoga-Video machen, wo ich Yoga-Übungen mache. Was werde ich noch machen? Ja, doch. Also Yoga zum Beispiel entspannt mich momentan sehr. Das mache ich für mich und meditiere auch. Und so eine Sachen sind wichtig, damit man nicht in diesen Flow gerät, in dem die meisten jetzt so sind und Ängste entwickeln. Es ist, weil ich so viel rede. Ja, und daher sind so eine Videos ganz gut. Ja, wie gesagt, also meine Fitness erhalte ich zurzeit halt mit Laufen, so ein bisschen für mich Dehnübungen machen. Ich werde auch demnächst wieder tanzen. Tanzvideos drehen, weil ich auch nebenbei so tanzen werde natürlich. Ne? Und ja, das sind so die Fitnessgeschichten. Und dass ich halt, achso, es
ist ganz lustig. Ich habe mir zum Beispiel jetzt so eine Hantel genommen und einen Strumpf gesteckt und damit irgendwelche Beinübungen gemacht, damit die Beine, Beinmuskeln gekräftigt werden und der Po-Muskel, damit das nicht alles so abbaut. Also ich werde immer ganz schnell erfinderisch, wenn ich merke, dass ich ja, dass ich irgendwas nachholen muss in Bezug auf Fitness, dass ich da Muskeln aufbauen muss. Da habe ich eigentlich keine Sorge. Also Tanzen steht auf dem Plan, Yoga-Videos werde ich machen, Koch-Videos werde ich machen. Und ja, momentan mache ich auch so irgendwelche Thematiken. Auf jeden Fall werde ich euch die ganze Zeit begleiten bis Mitte April, damit ihr euch nicht langweilt und ich mich auch nicht. Und dann wird es jeden Tag ein Video geben. Also das hält mich ja auch bei Laune und dadurch ist mir auch nicht langweilig. Und dann habe ich ja auch mein Nähen als Sport. Vielleicht fange ich damit wieder an. Aber erstmal muss ich die Wohnung putzen. Das steht auf dem Plan, den Boden wischen und so eine Geschichten. So bin ich nicht gekommen. Ich werde mal richtig rundum Frühjahrsputz machen. Zeit haben wir jetzt. Also Leute, wenn ihr auch Frühjahrsputz machen wollt, macht das. Wenn ihr noch nicht irgendwie krank seid oder so, erkältet, dann tut das. Zeit muss irgendwie genutzt werden. Entweder Frühjahrsputz, Lohnsteuerausgleich, ja, und irgendwelche Dinge erledigen, die ihr immer wollen, machen wolltet, vielleicht mal wirklich ein Buch lesen, ne? Ich habe ja zwei Bücher. Ich hatte aus Frankreich zwei Bücher geholt. Ich zeige euch die. Und zwar, kleinen Moment. Ja, also das waren Lesons Maud, also die 1000 Worte. Ja, du Koran, also aus dem Koran. Die 1000, nee, die 100 Worte. Lesons Maud du Koran. Lesons Maud du Koran. Und dann Pamuk Monper, also von Orhan Pamuk, das ist ein türkischer Schriftsteller, Monper, mein Vater. Vielleicht lese ich mir da auch eins durch oder zwei. Ich werde die einfach mal mitnehmen, wenn ich so unterwegs bin, mich irgendwo hinsetzen und einfach mal ein bisschen Lektüre lesen. Ah, das mache ich morgen, genau. Ich will morgen ein bisschen nach der Arbeit schön rumlaufen, dann nehme ich das mit und lese das. Das ist eine gute Idee. Hat mal was zu tun und ja, ein bisschen Französisch wieder aufbauen. Also im Juli hoffe ich ja mal, dass ich wieder nach Paris fahre, weil wahrscheinlich ist es so ein Contorsion Camp in Paris. Und da will ich auf jeden Fall hin. Wahrscheinlich werde ich zweimal dieses Jahr nach Paris fahren. Einmal vielleicht, wenn es klappt, mit einem Bildungsurlaub, um sprachtechnisch noch ein bisschen aufzubauen. Und halt diesen Contorsion, den ich auch vielleicht 2 Wochen machen, mal sehen. Jedenfalls will ich im Französischen noch besser werden. Ich liebe die Sprache. ja, und ich hoffe, dass also ich werde wahrscheinlich dieses Jahr auch nochmal nach Valencia fahren. Statt nach Barcelona werde ich nach Valencia fahren. Das hatte mir jemand empfohlen. Und dann habe ich mir das mal jetzt angeguckt und Valencia ist echt toll. Das sieht richtig gut aus, also so von den historischen Gebäuden und so und auch das Meer und so. Denke ich mir, also wenn alles gut klappt und wenn diese Virusgeschichte aus dem Lande ist, dann habe ich 2 Ziele. Und wenn es klappen sollte, vielleicht noch nach London. Ich weiß es nicht. Ist ja auch super schön. Aber es ist ja auch eine finanzielle Sache. Aber London habe ich ja lange jetzt noch nicht mehr angeguckt. Und da würde ich auch gerne, vielleicht fahre ich auch woanders in England hin. Das kann auch sein. Muss ja nicht unbedingt London sein. Und ja. So, essenstechnisch versuche ich jetzt wirklich auf Whole Foods, also alles selber zu kochen und dadurch wenig verarbeitete Sachen zu essen, damit ich auch einfach mein Gewicht besser halten kann in dieser ganzen Zeit. Diese verarbeitenden Sachen haben ja doch ein bisschen mehr Fette und so. Und so weiß ich, was ich da reinpacke und sind dann halt natürliche Produkte, die sind natürlich gesünder.
Und ja, abgehakt haben wir jetzt Sport, was ich sporttechnisch mache. Abgehakt haben wir Ernährung. Ja, und News hatten wir auch so, was ich so vorhabe demnächst. Also Contorsion möchte ich demnächst machen, hoffe ich mal im Juli. Und im August wird es wahrscheinlich hier in Berlin auch irgendwie so ein Contorsion geben. Und ich übe auch fleißig daran, wenn ich bald zur Schlangenfrau werde. Nein, nein, Spaß. Gut, werde ich niemals werden, aber ich übe fleißig. Und ja, what's up? Und ansonsten geht es mir gesundheitlich gut. Wahrscheinlich fällt die Operation ja jetzt demnächst auch aus. Ja, ich hoffe mal, dass es nach dem April, also nach Mitte April bald, einen Termin gibt und ich das im Mai abgehandelt habe. Aber ich habe jetzt einen Termin am Donnerstag und mal schauen, was die mir sagen. Ob wann überhaupt operiert werden kann, so wie die Stimmung und die Situation momentan aussieht, ist ja alles in der Charité belegt. Keine Ahnung. Ich hätte mal früher dran denken sollen, das früher schon machen lassen sollen, aber da wusste ich ja nicht, dass sowas auf uns zukommt. Wer kann, konnte es auch wissen. Ja, mal sehen. Das war's eigentlich. Ich gehe halt viel spazieren draußen, versuche meine Zeit zu genießen, die ich jetzt mehr habe. Man sollte aus allem das Beste machen. Ne? So ist es. Ja, und ansonsten war's das. Ja, also demnächst Kochvideos, Yoga-Videos und Tanzvideos. Und vielleicht auch Foodhauls und Mukbangs natürlich. Ne? Kommen auch dazu. Mit den selbstgekochten Gerichten. Okay, das war's. Tschüss!